Deswegen gibt es von mir so einen Reisevlog von Weihnachten 2015. Also so ein Reisevlog. Das ist eigentlich nur so ein bisschen was, was ich aufgenommen habe, zusammengeschnitten, mit ein bisschen Musik unterlegt. Und ja, weil ich habe einfach in der Schule gar nichts richtig aufgenommen und auch nicht, also nicht wirklich was aufgenommen. Ich war einfach nur richtig müde. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Aber ich werde trotzdem noch so ein bisschen was aufnehmen. Also jetzt noch was aufnehmen. Mal gucken, was ich noch so aufnehme. So, ich entscheide mal wieder was zu filmen. Also ich habe jetzt den 19. Vlog hochgeladen. Also fast. Der lädt jetzt noch 49 Minuten, scheiße. Ich dachte, da stand gerade noch eine Minute. Na super. Auf jeden Fall ist der jetzt fast hochgeladen. Und dann, ja, seht ihr morgen den Art Reisevlog. Und diese ganz kurze, ich nenne es mal, diese kurze Ankündigung. Vielleicht packe ich die auch noch. Vielleicht lade ich die auch heute noch hoch. So, dass ich diesen Reisevlog danach erst hochlade. Ja, mal gucken, wie ich das mache. So, das ist so der Grund, warum, also halt, der Grund, warum ich so wenig Videos zu Hause mache, weil ich gucke halt ziemlich viele Videos auch selber und ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit filmen, wie ich Videos gucke. Das ist ein bisschen komisch. Ich mache mal gleich was. Ich habe ja gesagt, ich habe noch irgendwas, was ich aufnehmen wollte. Also ich habe mir mal so noch ein paar Fakten überlegt, die ich noch nicht genannt habe. Jetzt zum ersten Mal sage ich noch halt so die Fakten, die ich schon gesagt habe. Welche waren halt, dass ich Kaffee liebe. Licht ist komisch. Aber trotzdem heißen Kaffee hasse, weil ich mir da die Zunge verbrenne. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch, also wenn ich so morgens aufstehe, dann komme ich schwer aus dem Bett und generell werde ich dann schwer wach. Das heißt auch, also das geht dann auch über in den vierten Punkt, dass ich dauerhaft müde bin. Ja, ich bin 1,87 groß und wiege zurzeit 64 Kilogramm. Ich habe so einen komischen biegenden Daumen, also das ist der, ich mache mal den Fokus, geht das so? Wo ist der Fokus jetzt? So, dass der Daumen sich ziemlich stark biegt, keine Ahnung warum das so ist. Auf jeden Fall habe ich das. Ich schaue halt entweder sehr viel YouTube und Anime, deswegen kann ich auch nicht so viel aufnehmen. Ja, ich bin ziemlich faul, aber das versuche ich halt zu besiegen. Also die Faulheit will ich besiegen, deswegen mache ich das Ganze auch mit den Vlogs, damit ich halt mehr mache. Und so, das ist der letzte Fakt für heute. Ich liebe Käse, weil man kann das halt auch überall drauf packen. Und ich glaube, ich habe ganz viele Geräusche gerade mit dem Stativ gemacht. Das kann man halt überall drauf packen, man kann alles damit überbacken. Es passt einfach zu jedem und das schmeckt.